17. August, die Ferien sind fast zu Ende und der Bundestag dachte, er sei auch noch ein bisschen länger in Ferien, aber ist nicht so. Diese Woche gibt es wieder eine Sondersitzung und zum Thema Griechenland am Mittwoch muss abgestimmt werden und das wird sehr spannend, denn einige aus der Regierungskoalition haben gesagt, da machen sie nicht mit, weil es zu unsicher ist. Und eingeladen habe ich heute einen CDU-Abgeordneten, nämlich Dr. Martin Petzold. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Sie müssen auch abstimmen. Sie können sich nicht drücken und Sie wollen sich auch nicht drücken. Sehe ich das richtig? Absolut. Es ist ja eine große Ehre, im Deutschen Bundestag auch über solch schwierige Abstimmungen mitentscheiden zu dürfen. Ich werde am Mittwoch auch wieder abstimmen dürfen, so wie in den letzten 2 knapp Jahren und werde auch wieder der Regierung meine Stimme geben und dabei unterstützen, dass wir helfen, dass Griechenland wieder auf die Beine kommt. In den Sommerferien, die ja noch eigentlich andauern, noch eine Weile, der Bundestag kommt erst im September wieder zusammen, Eigentlich, ja. gab es ja ein bisschen Ärger, weil Ihr Fraktionschef einigen Abgeordneten, nämlich über 60, die in den letzten Abstimmungen mit Nein gestimmt haben, gesagt hat: Du, wenn ihr das weitermacht, dann fliegt ihr aus den Ausschüssen raus. Und das gab ziemlich viel Ärger. Sie waren natürlich nicht betroffen, weil Sie immer mit Ja gestimmt haben. Ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja am Ende darum, dass man auch in der Volkspartei kritisch diskutiert. Wir haben in der Fraktion sehr, sehr lange darüber diskutiert. Es gab über 50 Wortmeldungen, in denen Pro und Contra für das Hilfspaket bzw. die Aufnahme überhaupt von weiteren Verhandlungen diskutiert wurde. Und am Ende wurde abgestimmt. Und dieses Votum war dann sehr deutlich in der Fraktion. Und das, was Kauder angesprochen hat, ist ja, wenn man am Ende sich für eine Mehrheit entscheidet, wenn man sich für ein Thema entscheidet, dann muss man halt auch schauen, dass man dafür dann die Unterstützung im Bundestag zusammenbringt. Ich glaube, das wollte er ansprechen, der Ton und so wie es rübergekommen ist, wirkte in der Öffentlichkeit etwas Ja, unglücklich. und wie hat es auf Sie gewirkt? Sie kennen ihn ja nun auch die Sitzung ständig. Ich kenne ihn gut. Ich kenne ihn deswegen gut, weil wir gemeinsam uns für die koptische Gemeinde in Lichtenberg einsetzen. Ich zusammen mit ihm jetzt gerade im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages erreicht habe, dass diese koptische Gemeinde in Lichtenberg zusätzliches Geld bekommt, um ihren Kirchturm sanieren zu können. Ich kenne ihn gut, verstehe natürlich seine Notwendigkeit, am Ende diesen Laden zusammenzuhalten. Wir sind 311 Abgeordnete, 311 unterschiedliche Und 60 davon Persönlichkeiten murren. und 60 davon haben sich entschieden, eben einem weiteren Hilfspaket nicht zustimmen zu können. Ich finde, zur Ehrlichkeit gehört auch, ich bin ja von der Ausbildung Ökonom, habe mich auch intensiv mit solchen Themen beschäftigt. Und man muss eben zur Wahrheit sagen, natürlich kann man mit der Entscheidung jetzt auch am Mittwoch nicht alle Folgen gänzlich absehen. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, wenn wir nicht handeln, können wir noch viel weniger die Folgen sehen und vor allen Dingen auch die ökonomischen Kosten, die entstehen, wenn wir nicht handeln. Ja, und sicher geleitet Ihre Parteichefin und Kanzlerin Deutschland denn durch die Wirrnisse der Griechenlandkrise. Ja, das ist ja ihre Stärke, mit sehr viel Ruhe, Ja, komisch, nicht? So Vertrauen immer. zu Selbst schauen, nach dass man am Ende. Nachtsitzung sieht sie immer noch frisch aus. Ja, ist Also einfach relativ. ja, sehr frisch, sehr klar im Kopf und natürlich auch sehr stark in den Verhandlungen, weil sie natürlich ein klares Ziel verfolgt, diese Europäische Union zu stabilisieren, zu schauen, dass wir auch für die zukünftigen Generationen das Projekt der Europäischen Union erhalten. Das wird aber nur dann immer funktionieren, wenn auch die Länder bereit sind, ihre strukturellen Reformen Also vorzunehmen. warten wir mal ab, was übermorgen am Mittwoch, dem 19. August, passiert. Es wird eine Mehrheit geben, das ist schon Davon ist abzusehen, weil auszugehen. die SPD auch mitstimmt als Koalitionspartner. Ja, und Sie haben ja dann noch ein paar Tage Ferien, obwohl ich habe so den Eindruck, dass die Ferien für einen Bundestagsabgeordneten eigentlich ganz kurz sind. Und diese 2 Monate, die der Bundestag sitzungsfrei hat, ja, die füllen Sie aus mit richtiger Wahlkreisarbeit. Wenn ich mir mal so angeguckt habe, was Sie alles gemacht haben in den Ferien, ja, das ist eine lange Liste. Die habe ich gar nicht behalten, deswegen haben Sie das Wort und erzählen das am besten selber. Ja, es ist nicht immer ganz einfach, den Überblick dabei zu behalten, wenn ich 70 Termine mache in meiner Sommerdialogtour. Darauf Guten spielen Sie ja an. Pro Tag sind das dann 7 Termine. Das heißt also eine unglaubliche Vielfalt von Einrichtungen, Vereinen, Unternehmen, die ich in Lichtenberg besuche. Ich habe das vom 6. bis zum 19. Juli gemacht, habe insgesamt eben 70 unterschiedliche Stationen gehabt, von den Unternehmen um die Ecke, über das Deutsche Rote Kreuz. Ich habe 8 Sparkassenfilialen besucht, die ja in
Lichtenberg auch sehr nah am Kunden sind, um einfach zu hören, wie verändert sich in der Region was, was gibt es in den Kiezen für Themen, warum sind die Zinsen so hoch beim Diskussionskredit, haben Sie wahrscheinlich gefragt. Ja, die Sparkasse hat ja vor allen Dingen die Stärke, dass sie sehr nah am Kunden ist, weil sie einfach daran orientiert ist, zu schauen, was im Gesellschaftsraum passiert. Ich bin der Sparkasse auch immer wieder dankbar, auch in meinem Bezirk, Herrn Dehn, Herrn Mücher, dafür, dass sie auch immer wieder soziale Projekte unterstützen, die Wege sehr kurz sind, wenn es darum geht, auch mal schnell zu helfen. Ein Beispiel, wir hatten einen Brand im Fort Rommelsen in Hohenschenhausen, ein sehr beliebtes Ziel für Jugendliche, um dort eben auch Freizeit zu verbringen und auch die Natur und die Umwelt kennenzulernen. Da gab es einen Brand und die Sparkasse hat innerhalb von 5 Tagen 1.000 Euro zur Verfügung gestellt, um da wieder vor Ort aufzubauen. Also so kurze Wege in der Sparkasse, die gibt es selten. Ich wollte einfach Danke sagen. Das heißt, Sie sind extrem nah dran an Ihren Wählern. Ich versuche das zu sein. Mein Spruch war ja gewesen, einer von hier ganz nah dran. Das versuche ich auch nach dem Wahlkampf vorzuleben. Hohenschenhausen ist meine Heimat, da komme ich her. Da habe ich mich schon immer politisch engagiert. Und ich habe natürlich das Ziel, diesen Bezirk gerechter und liebenswerter zu machen. Und dann geht man so morgens ab 10 Uhr durch den Wahlkreis mit einem ganz klaren Ziel. Von kleinen Betrieben bis zu großen Betrieben. Wo drückt es denn am meisten? Was ist Ihr Eindruck nach dieser Wahlkreisbegehung? Was haben Sie gehört? Was bedrückt die Leute? Was interessiert die am meisten? Es sind ja immer ganz unterschiedliche Themen, oft sehr, sehr konkret. Nehmen Sie Leben, Lernen, die GmbH, in der ist Frau Peller eine sehr engagierte Geschäftsführerin. Da geht es jetzt darum, auch zum Thema Bundespolitik, wie werden wir die Eingliederungshilfe, wie werden wir das Bundesteilhabegesetz verändern, um eben Menschen mit Behinderung in den Lebensalltag besser integrieren zu können. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, Sie erklären die Politik, die Sie im Bundestag beschließen, die Gesetze, die keiner versteht, die erklären Sie dann vor Ort lebensnah, hautnah und begrifflich. Ich nenne das ja bewusst Dialogtour, weil es eben zwei Seiten hat. Ich erkläre immer dann, wenn ich gefragt werde und wenn es vielleicht auch Unsicherheiten gibt oder unterschiedliche Informationen, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Aber ich nehme vor allen Dingen unheimlich viel mit für meine politische Arbeit. Deswegen war es ja meine Frage, was bedrückt die Leute oder was beschäftigt die zurzeit? Beispiel ehrenamtliches Engagement. Ich habe das Haus des Ehrenamtes des Deutschen Roten Kreuzes besucht in Karlshorst, habe mich dort vor Ort bei den Ehrenamtlichen bedankt, habe angeboten, auch viele Ehrenamtliche einzuladen zu einer Tagesfahrt, die ich als Bundestagsabgeordneter habe, um einfach mal Danke zu sagen, dass sie sich dort wohlfühlen und dass sie sehen, dass dieses ehrenamtliche Engagement gesehen wird. Das war vor 2, 3 Wochen. Gerade an diesem Wochenende habe ich die neue Flüchtlingseinrichtung in der Köpenicker Straße in Karlshorst besucht, in denen diese Ehrenamtlichen, denen ich vor einigen Wochen schon gesagt habe, ich würde mich freuen, wenn ich mal die Möglichkeit habe, Danke zu sagen, gesehen habe und gesehen habe, mit welchem Engagement sie diese Einrichtung betreiben. Und auch dort habe ich nochmal deutlich gemacht, dass ich gerne unterstützen möchte, so wie ich kann. Bleiben wir mal bei den Flüchtlingen. Wie ist eigentlich die wirkliche Reaktion vor Ort? Ist sie so, wie sie beschrieben wird in den Zeitungen, dass großer Widerstand ist? Oder ist es eher doch, dass viele Bürger sagen, wir müssen diese Flüchtlinge willkommen heißen? Die haben was erlebt, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also es ist teils, teils. Es ist natürlich so, dass mittlerweile die Hilfsbereitschaft enorm ist. Und gerade jetzt hier in Karlshorst, wo ich am Wochenende, am Samstag war, habe ich schon gemerkt, dass da eine unglaubliche Hilfsbereitschaft in der Umgebung ist. Die Menschen sehen, dass da viele kommen, die vor Krieg, vor Exzessen geflohen sind und hier eine neue Heimat suchen. Da werden unglaublich viel an Kleidung, an Lebensmitteln und an zusätzlichen Sachen abgegeben. Es sind Ehrenamtliche vor Ort, die in der Umgebung wohnen und sagen, sie möchten einfach hier anpacken, da wo sie Hilfe benötigen, packen sie auch an. Das ist schon beeindruckend. Aber natürlich gibt es auch Ängste und Sorgen. Ich finde, als Politik tun wir gut daran, diese ernst zu nehmen, auch dort die Kommunikation zu suchen, auch zu zeigen, dass eben die Kriminalität in der Umgebung von Flüchtlingseinrichtungen eben nicht steigt. Aber um die Akzeptanz für unsere Asylpolitik zu halten, zu gewährleisten, müssen wir natürlich schon schauen, dass die 40%, die eine Bleibeperspektive in der Bundesrepublik Deutschland haben, jetzt geht die Zahl ja Richtung 50%, weil immer mehr aus dem Irak, immer mehr aus Syrien, Eritrea und Ländern kommen, wo eben klar ist, wer dort herkommt, den schicken wir nicht mehr zurück. Aber bei den anderen 50-60%, die eben aus Westbalkanstaaten kommen. Sichere Länder. Genau, sichere Herkunftsländer ist ja immer das Stichwort, um das es dort geht.
Das ist ja eine juristische Definition, um Verfahren zu vereinfachen und damit auch schnell Rechtssicherheit zu schaffen. Da geht es einfach darum, dass wir jetzt ganz klar dafür Sorge tragen, dass diese Verfahren schnell bearbeitet werden. Wir haben zusätzliche Stellen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geschaffen, genau deswegen, damit die Verfahrensdauer beschleunigt wird und damit die Plätze in den Einrichtungen und die Kapazitäten, die wir für die Integration von Flüchtlingen haben, auch denen zugutekommt, die hier die Bleibeperspektive haben. Nun sagt man ja immer, Berlin ist schon fast am Rande der Aufnahmefähigkeit. Das klingt denn immer so, als sei Schluss, wir haben keinen Platz mehr. Wie sieht es denn wirklich vor Ort aus? Ja, natürlich ist es für ein Umfeld nicht immer einfach, wenn es dann mehrere hundert oder in der Spitze bis zu 1000 Flüchtlinge in einem Kiez, in einer Region aufnimmt. Das ist natürlich schon eine Herausforderung für den Kiez, auch für die sozialen Träger. Jetzt zu sagen, mehr geht nicht, sicherlich schwierig. Aber was wir erreichen müssen, ist, dass wir die Verfahren beschleunigen, weil wir damit dann auch wieder freie Plätze haben in den Einrichtungen. Das ist, glaube ich, das Hauptthema. Die Bürokratie muss schneller arbeiten, effizienter arbeiten. Ich glaube, ja. Und wir müssen auch dazu beitragen, auch durch Kommunikationskampagnen, was ja die Bundesregierung macht, in den Westbalkanstaaten deutlich zu machen, dass eben die Vorstellungen, die dort vorherrschen, dass man hierher kommt, einen Job bekommt, dass die Straßen hier ausgerollt sind, dass es nämlich in der Realität nicht so aussieht. Wir machen auch eine Kommunikationskampagne, nämlich mit Dr. Martin Petzold. Wir sprechen über das, was in der sitzungsfreien der Ferienzeit des Bundestags, die eigentlich noch andauert, aber wir haben schon darüber gesprochen, übermorgen am 19. August ist Sondersitzung des Bundestags, drittes Hilfspaket für Griechenland. Der Dr. Petzold wird mit Ja stimmen. Ja, und wir reden jetzt über das, was er sonst während der Ferienzeit gemacht hat, nämlich seinen Wahlkreis bereisen. Bleiben Sie dran, das sind spannende Geschichten, was man so macht, wenn man Bundestagsabgeordneter ist. Bis gleich.